Da ist noch Gwendola, die immer noch ihre Waffe sucht. Du hast das Böse gebannt und die Harmonie wiederhergestellt. Alle Elfen werden dir dankbar sein. Ja, das ist schön zu hören. Das war doch ein Leichtus, das war der einzige Weg, um Ardu zu sein. Sagen wir das untere. Wer dich zum Freund hat, ist stets im Licht. Außer ich schleppe ihn in eine Zwergenmine. Deine Taten lassen auf einen langen und erleuchteten Weg hoffen. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Kannst du das? Den Wasserdrachen? Nein. Bist du an einem Tausch interessiert? Was möchtest du tauschen? Ich habe Nüsse und Bogensehnen und hätte gerne Äpfel. Auch hölzerne Ringe gefallen mir. Hölzerne Ringe? Nein, danke. Ich könnte jetzt hier die Äpfel gegen die Nüsse zurücktauschen. Das will ich aber nicht. Ich will hier mit Kellenlea reden, wenn ich sie finde. Falls ich sie finde. Die müsste nämlich hier irgendwo rumlaufen. Eigentlich. Hoffe ich mal, dass sie noch hier rumläuft. Auf der Karte kann ich sie nämlich nicht anzeigen lassen. Hier kann ich hoch. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich da genau. Da. Ach nee, das ist nur ein Elf. Ich dachte, das wäre Kellenlea. Aber nein, ist sie nicht. Wir schauen uns trotzdem mal weiter um. Falls sie doch hier irgendwo rumläuft. Hier wären ein Haufen Einbären. Und die lasse ich nicht stehen. Ardu hat nämlich gar keinen Einbeersaft. Der braucht dringend welchen. Und ja, ich brauche lieber irgendwie lieber Einbeersaft als Heiltränke. Weil für Heiltränke brauche ich mehr Zutaten. Als für den Einbeersaft. So. Schau mal. Solche Gestalten kenne ich von zu Hause. So etwas sollte man dahin zurückjagen, wo es hergekommen ist. Was für eine Spuke. Wieder eine Fee. Ah, und da bräuchten wir wieder Kuano für diese Fee. Das wäre aber gar nicht mal so unpraktisch. Der Feenstaub ist wertvoll. Hirsche und Rehe und der Elf schon wieder. Okay, Kellenlea scheint hier nicht zu sein. Oder ist sie das da hinten? Warte. Das Zwergeauch. Ja, genau, da ist sie ja. Das Zwergeauch so kleine Beinchen haben müssen. Nicht weglaufen, ich will mit dir reden. Sanya Bar, Fremder. Was tauscht sie denn? Für eine Bogensehne? Eine Bogensehne soll mir fünfmal so viele Nüsse wert sein, wie in deine Hand passen. Wenn du möchtest. Okay. Fünf Äpfel. Guten Appetit noch. Na gut. Obwohl, können wir sie noch was fragen? Sanya Bar, Fremd. Das Leben mit den Menschen muss anstrengend sein. Immer so viele Fragen. Was ist es denn? Wovon lebt ihr hier? Der Wald ernährt uns. Und wir nehmen nie mehr, als er uns geben kann. Okay, das kennen wir ja alle schon. Okay. Sie hat uns also nichts Neues zu sagen. Aber auf jeden Fall hatte Linwin uns was Neues zu erzählen. Dann gehen wir jetzt mal einen Stock. Nee, halt, reden wir noch mit den beiden hier. Du warst in der Ruine. Was hast du dort gesehen? Okay, das ist eine direkte Frage mal von einem Elfen. Da war ein unheimlicher Wissenschaftler, mordlüstere Kämpferinnen-Statuen, die Macht über Untote besaßen oder selbst zu leben erwachten und ein schrecklicher Dämon. Sagen wir mal alles die Wahrheit. Was? Das ist ja Shannar. Hast du das gehört? Er ist ganz baff, so wie es aussieht. Und sie unbeteiligt. Willst du nicht auch wissen, was in der Ruine ist? Scheinlich. Nein, Elbrinel. Man muss nicht immer alles wissen. Da hat sie allerdings recht. Nicht immer die Nase überall reinschrecken. Wir haben doch nur selten Gäste hier.
Also über was möchtest du sprechen? Über was möchte ich sprechen? Hast du vielleicht was Neues, was wir dich fragen können? Das kann ich ganz bestimmt. Isalien, kannst du mir nichts erzählen? Fragen wir mal, warum stehe ich in die Luftgruppe nochmal? Wir beobachten die Wolkenbilder, denn sie verraten, was uns erwartet. Auch das Lied der Tiere und die Art wie der Wind. Du meinst Menschen, die stattdessen lieber vor Wesen knien, die nicht einmal in dieser Welt leben? Manche Elfen glauben auch, dass Zwerge Holz unter die Erde schaffen, um sie eines Tages anzuzünden. Okay, das kennen wir ja alles. Und sie hier? Du hast verhindert, dass der Strudel der dunklen Wirklichkeit uns fortreißt. Ich danke dir. Nun kann ich die Reinheit des Lichtes wieder in meinen Träumen spüren. Wieder viel Gesülze, aber ist trotzdem schön. Was tauscht sie? Was können wir machen? Kannst du vierblättrigen Klee oder glatte, runde Steine finden? Die sind so schön. Dafür gebe ich dir scharfkantige Steine oder Gänsefedern. Nein, danke. Oh, fragen wir sie mal. Oh, schön, dich zu sehen. Du kannst uns noch was sagen? Ich beantworte dir gern alles, was dem besseren Verständnis zwischen dir und unserer Sippe... Nein. ...sind oft unsere Niedersinnungen. Nein, danke. Wir haben schon alles von ihr gehört. Da müssen wir ein Stockwerk höher gucken. Da war, glaube ich, ein Händler, der passende Federn verkauft hat. Was für Federn brauchen wir nochmal? Bogenbau, Lindwens Pfeile. Oh, die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht sogar. Harpchen, Federn und Steineiche. Hoffentlich kriegen wir das. Das müssten wir eigentlich hier kriegen, sonst wäre das ja richtig gemein. Lalalala. Okay, fragen wir uns mal wieder durch. Erstmal sie hier, die Navi. Ich spüre, dass du deinen Weg bald weitergehst, um Ardo bei der Erfüllung seines Ziels zu helfen. Wirst du den Fluss entlang reisen? Kommst du uns noch einmal besuchen, bevor du heimfährst? Habe ich überhaupt noch eine Heimat, ist die Frage. Worauf möchtest du hinaus, Alari? Eine meiner kleinen Schwestern hat vor kurzem die Sippe verlassen und sendet mir keine Gedankenbilder mehr. Wenn ich das Sorgenlied singe, bekomme ich nur verwirrende Antworten auf meine Fragen. Ich will nicht mehr drauf eingehen. Würde ich sie erkennen, wenn ich ihr begegne? Oh, Sanraya ist wunderschön, gefährlich und sanft wild. Sie fühlt sich gesund und sicher, doch um sie herrscht Gestank und Disharmonie. Was das wohl bedeutet? Wunderschön, gefährlich, sanft, wild, das sind doch immer alles Gegenteile oder so. Und das mit dem Gestank klingt komisch. Ich werde die Augen nach ihr offen halten, versprochen. Noch ein Quest. Verlorene Schätze. Finde sein... Verlorene Schätze. Voller Sorge sprach Alari Siebenquell von einer ihrer Schwestern, welche die Sturmsiffer vor kurzem gelassen hat. Es gebe Gedankenbilder, die sie verwirren. Auf meiner Reise sollte ich die Augen nach Sanraya Lockenglanz offen halten. Alari hat mir beschrieben, dass ihre Schwester sich an einem Ort voller Gestank und Disharmonie befindet. Dennoch soll sie gesund und soll sie sich gesund und sicher fühlen. Diese Angaben werden mir bei der Suche kaum helfen, aber vielleicht läuft sie mir zufällig über den Weg. Sumpf? Nein. Scheint nicht so. Gwendala geht in Richtung Ruinen. Wahrscheinlich ihre Waffe suchen, die sie da unbedingt haben will. Und hier oben haben wir ja noch die zwei hier. Die dunklen Töne voller Disharmonie lösen sich aus dem Lied unserer Heimat. Ich danke dir für deine mutige Tat. Bitte. Was tauschst du? Eine Freude. Kannst du mir diese zerbrochenen Pfeile wieder ganz machen, oder was brauchst du? Goldringe würde ich gerne haben, um sie zu verschönern. Dafür kann ich dir kräftiges Holz oder Pfeilspitzen. Nein, danke. Und verkaufst du auch was? Nein, du verkaufst nichts. Du erklärst mir, du verkaufst sie was? Jetzt hat sie einen schönen Traum. Ich möchte dich etwas fragen. Ich habe dir eine Frage gestellt. Du bist so anders. Aber es gibt doch keinen Grund mehr, Angst zu haben. Ich habe all die Schrecken. Wenn du das zerstören konntest, was ich in meinen Träumen gesehen habe, dann muss ich mich umso mehr vor dir fürchten. Na, ganz toll. Wenn du meinst,
Die hat also auch nichts zu sagen. Nächste Etage. Okay, hier haben wir die Elfen, mit denen wir noch gar nicht gesprochen haben. Beziehungsweise einen Elfen, mit dem wir noch nicht gesprochen haben. Hast du vielleicht hier irgendwo Steineiche unter Harpienfedern? Ah, du hast Zunderschwamm und Gulmond. Da ist ein Amboss. Und da ist noch ein Weidenkorb. Nein, du hast so Koschinis. Ich könnte mir deine Anwesenheit verborgen geblieben sein. Sie hat großen Einfluss auf die Schwingungen dieses Ortes. Ja, tolle Begrüßung. Kannst du mir etwas über Magie Natürlich, erzählen? Natürlich, aber das heißt nicht, dass du es dann verstehen wirst. Toll. Wie unterscheidet sich Elfenmagie von der anderer Völker? Die Elfen lernen, unser Mantra zu verwenden, ebenso wie wir laufen lernen. Die Natur lehrt uns, darauf zu vertrauen, dass wir schneller laufen können, wenn wir in Gefahr sind. Toll. Wir wirken Magie intuitiv. Denn wir hören, ob die Melodie eines Zaubers sich harmonisch einfügen lässt in den Gesamtklang unserer Umgebung, das Yamanda. Diese Konsonanz ist vielen Magiern offenbar gleichgültig. Das klingt wieder nach Elfenphilosophie. Oder aber es liegt daran, dass sie nicht so auf die Natur hören können wie du und ich, kleiner Waldhüter. Warum sonst würden sie Zauber aus leblosen Büchern erlernen und sie ohne Bedacht verwenden? Okay, er ist schon mal ein bisschen freundlicher zu uns. Er nennt uns kleiner Waldhüter, weil wir ein Geode sind. Aber er macht sich über die Menschen lustig, sozusagen. Ich möchte noch mehr über Magie wissen. Das heißt nicht, dass du es dann verstehen wirst. Der ist immer noch so nett. Was hat es mit dem Schutzzauber um die Ruine auf sich? Ihn zu errichten war ein Kraftakt, den die Sturmwächter nur im Unitatio gemeinsam vollbringen konnten. Doch Isaliel war es, die uns lenkte. Klingt toll. Im Frühling fanden wir uns zusammen, um den Zauber erneut mit unseren Kräften zu speisen. Wer ihn durchbrechen konnte, muss außergewöhnlich große Macht haben. Zum Beispiel ein Archon-Druide sein. Also das ist wahrscheinlich sowas wie ein Erzdruide, würde ich mal tippen. Natürlich. Das heißt was kannst nicht, du mir noch du sagen? Verstehen wirst. Ich würde gerne etwas darüber hören, wie Elfen gemeinsam Magie wirken. Im Salasandra vereinigen wir unser Wissen und unsere Kräfte und können so gemeinsam mehr vollbringen, als es einem Einzelnen möglich wäre. Also wie nennt man das nochmal? Magische Synchronisation oder so? Es ist nicht leicht, die vollkommene Verbundenheit von Gedanken und Gefühlen jemandem zu erklären, der dies nie erlebt hat. Du bist wirklich zu bedauern. Komm mal ein Stück weiter runter, dann zeige ich dir mal, wer hier zu bedauern ist. Ich bin immer noch ich war immerhin mal Zwergensoldat, ich kann dir immerhin noch eins auf die Nase geben. Aber Natürlich, gut, aber das heißt fragen nicht, wir noch das Letzte. Gibt es magische Orden in den Wäldern? Es gibt den Feenwald, in dem eine Pforte in die Anderswelt liegt. Neugierige Feenwesen schlüpfen mitunter hinaus, doch kehren bald zurück in ihre Welt ohne Form und Halt. Ja, die Fee haben wir ja schon gesagt. Unvorsichtige Elfenkinder spielen mit den Feen fangen, weil sie so voller Licht sind. Doch zu unserem Glück scheinen die Feen ebenso wachsam zu sein wie wir und lassen niemanden in ihr Reich. Wenn wir sie nicht stören, dann lassen sie auch uns in Frieden. Ein Prinzip, das hoffentlich eines Tages auch die Menschenmagier verstehen werden. Okay, naja. Jetzt müssen wir dann halt nochmal zurück in nach Nadoret die Eisenborke besorgen. Aber ich würde sagen, vorher speichere ich mal. LP24. Mache einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.